zweimal durch die Herz-Lungen-Maschine durchgegangen und so weiter. Also gute Besserung. Ein Schlagzeuger hat immer einen Grund zu fehlen, aber Bassisten, wenn nicht einmal mitspielen dürfen, dann können wir uns ungefähr ausmalen, wie er spielt. Ja, das ist unglaublich. Das macht ja nichts. Was machst denn du für einen Beruf? Also das war ja, was für Beruf übst du aus, außer wenn du Bassist bist? Naja, also im Grunde genommen bin ich Student, also arbeitslos. Und da erübrigt sich jedes weitere. Jetzt hat er die dritte Daseinsform angesprochen, Student. Ist gleich arbeitslos. Ja, das sollte eigentlich nur hinführen auf dem Weg zu zwei großartigen Musikern, wenn vielleicht der Massenmörder kurz Platz machen würde und den anderen Herrn da. Ich spreche jetzt mit dem Sänger der Band Church Lake City, zu Deutsch Kirch Sion. Das ist schon einmal, finde ich, außer dem Bandnamen Drecksau, den fand ich auch gut, sehr griffig. Ja, ist griffig, oder? Also auch, also die Ansage war wunderbar. Ich muss allerdings noch korrigieren, wir kommen nicht aus Kirch. Du musst was? Onanieren jetzt? Was? Entschuldigung, also es hat noch nie einer hier gesagt, ich muss jetzt kurz onanieren. Das kannst du draußen machen, wenn es geht. Tut mir leid, es muss gleich sein. Es muss gleich sein. Okay, was wolltest du erwähnen? Ich wollte onanieren, korrigieren, dass wir zwar alle in Kirchsehen unsere Wurzeln haben, aber dass wir natürlich alle echte Münchner Kindl sind. Und kirchenrechtlich. Kirchenrechtliche Kindl sind. Ja. Und in Kirchsehen bloß unsere bandgeschichtlichen Wurzeln haben. Darf ich mal kurz dann daraus schließen, dass alle Eltern dem gehobenen Bildungsbürgerstand angehören und gut verdienen, weil wer da draußen wohnt, hat entweder einen Bauernhof oder er hat eine Zweitwohnung in einer Siedlung bei Kirchsehen. Weder noch eigentlich, aber Kirchsehen ist jetzt nicht unbedingt das, was man Großbürgertum des Landes nennt. Dann muss es doch einen Grund geben, warum sich vier Menschen, und ich nehme das jetzt wörtlich dem Info, sich in der Weite des oberbayerischen Landes zusammengetan haben, um Rockmusik zu machen. In der Tat, da gibt es ein sehr gutes Berufsbildungswerk. Das wollte ich hiermit auch erwähnen, berufsbildungswerk.de/Kirchsehen. Eine der Perlen, da sind hervorgegangen, Eric Clapton, Bon Jovi hat lange in Kirchsehen beim Berufsbildungswerk gearbeitet. Der schreibt auch unsere Lieder? Wenn er Zeit hat, weil er muss ja viel im Büro sitzen im Berufsbildungswerk. Kirchsehen ist ja auch der reiche Schatz der Songs, die Musiker ja verarbeiten. Da geht es ja nicht nur um profane Dinge wie nein, ficken, sondern Berufe, nein. Also worum gehen Rocksongs eigentlich? Kommt ein bisschen vom Blues, I left my baby, she left me, she has no one, zum Ozi, habe ich heute auch schon gehabt. Also es wäre schon ein Rockstück, was wir da heute gehabt haben. She got no Gwent to Ozi. Das verstehst du nicht. Also, der reiche Erfahrungsschatz, woraus schöpft ihr denn genau? Also vielleicht den Namen der Wirtschaft oder irgendwas, wo man sagen kann, daher kommen das meiste, der Grundstock unserer Songtexte. Also in erster Linie schöpfen wir aus dem Leben unseres Bassisten natürlich. Das sind alle dann relativ kurze Songs? Nee, absolut nicht. Menschliche Abgründe bieten den meisten Stoff überhaupt eigentlich. Er ist ja kein Abgrund, er ist ja ein Tal ohne Ende. Genau, und menschliche Tragödien gibt es ja zuhauf und er verbindet alle zusammen. Er ist also eine Inkarnation, die ihr dringend braucht, weniger zu musizieren, als zu sagen, mein Gott, es gibt noch viel Schlimmeres als das Abschmelzen der Polkappen und Tierversuche. Deswegen ist er ja Basser geworden. Das wusste er vorher und das wissen Basser weltweit, dass sie zum Beispiel, was gibt es für Bassisten-Songs, fällt mir jetzt keiner ein. Es gibt keinen, wie bitte? Was ist ein Bassisten-Song? Ein Bassist, wo der Bassist zum Vorbild genommen wurde. Es gibt ja keinen einzigen Song auf der Welt, der wirklich von einem Bassisten geschrieben wurde. Der hat sich nur verspielt und die anderen fanden es toll. Also,
Bei dir nehme ich an, dass du das bis jetzt alles mit unterschreibst. Du bist der Gitarrist der Band Church Lake City. Jawohl. Ist es, dir geht's gut? Mir geht's super. Schön. Ja, dann wollen wir keine Zeit vergeuden. Ja. Weil es ist ja normalerweise so, bei Church Lake City spielt er elektrisch und hat ja auch, ich zeige dann gleich die CD vor. Ich verbiete ab jetzt jeden Menschen, außer er wird gefragt, seine eigene Webadresse dazu zu, die sage ich. Ja? Ich will auch eine Funktion haben. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man von der elektrischen Gitarre, die ja so viel Kraft ausstrahlt, die ja so viel brutale Härte ins in die Welt trägt, auf eine akustische Gitarre umsteigt, steigen da vor einem so Bilder auf wie Lagerfeuer, Freundschaft, Sehnsucht nach unerfüllbaren Dingen wie eine Frau oder sowas?